Das WBB Büchse Faltmotorrad aus Deutschland, vor über 80 Jahren produziert, sieht aus der Nähe wie ein kleines Auto und aus der Ferne wie ein Kinderspielzeug aus. Dennoch war es eines der Lieblingsfahrzeuge der Fallschirmjäger damals. Das Fahrzeug mit einer Länge von 1,3 Metern, einer Höhe von 0,38 Metern und einer Breite von 0,3 Metern ist mit einem 3,6 Liter Tank und einem kleinen Einzylindermotor ausgestattet. Der Motor hat 1,5 PS, erreicht 48 km pro Stunde und schafft 145 km mit einer Tankfüllung. Mit nur 32 Kilogramm Gewicht kann es in einem zylindrischen Behälter verpackt und per Fallschirm schnell an die Front gebracht werden. Nach der Landung des Fallschirmsoldaten muss nur der zylindrische Behälter geöffnet und das Motorrad herausgenommen werden. In nur etwa 10 Sekunden kann der Soldat dann auf dem Motorrad zur Front fahren. Das spart den Soldaten enorm Kraft und der niedrige Aufbau bietet eine gewisse Tarnung. Selbst in Notfällen ist die Einzelrückzugsmöglichkeit sehr nützlich. Insgesamt wurden über 3000 dieser Motorräder produziert und in mehreren militärischen Einsätzen verwendet. Tatsächlich war das Motorrad, das Ende des 19. Jahrhunderts erfunden wurde, damals nicht ungewöhnlich. Die Deutschen hatten sogar Halbkettenfahrzeuge entwickelt. Aber ein so kompakt und faltbar gestaltetes Motorrad wie dieses gab es damals in keinem anderen Land. Es bedeutet nicht, dass andere Länder es nicht hätten bauen können, sondern dass die Deutschen als einzige so umsichtig für Fallschirmjäger geplant haben.